So Leute, willkommen zurück zu Monster Hunter World Iceborne. Ich bin heute mit Gast unterwegs. So, Gast? Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's dann für heute, tschüss. Nein, du, ihr bleibt alle da und du auch. So. Slicer hier. Ja, der ist dabei. Gäbe es einen Link, wäre er in der Beschreibung. Gibt es nicht, wenn das diese Pause bedeuten sollte. Okay. So. Hey. Gut. Ah, da bist du ja. Bist du bereit? Kannst mich auf Steam verlinken. Ich suche immer Leute zum Zocken. Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt breit auf YouTube mit deinem Steam-Link veröffentlicht werden möchtest. Ja, ich weiß gar nicht, was da schief gehen könnte. Jetzt bist du erstaunlicherweise lauter als bei der Testaufnahme. Aber keine Sorge, ich justiere dich manuell runter. Keine Sorge. Ich habe alles unter Kontrolle. So, ja, mach dich mal lauter, du bist viel zu leise. So, in dem Moment, wo der die Aufnahme startet, ja, mach dich mal leiser, das geht so nicht, viel zu laut. Ja, ja. Was kann ich dafür, dass du in der Testaufnahme im grünen Bereich geblieben bist und jetzt in rot steckst? Ja, sowas solltest du nicht sagen, wenn man Pokémon spielt in der ersten Generation. Ja. So. Ich bin auf dem Weg in die Weite, ich jage etwas. Es gibt keine Garantie, dass ich es finde, aber ich will es versuchen. Ach, wo wir uns gerade sehen. Hier ist ein kleines Geschenk von mir. Du solltest ein paar von denen mitnehmen. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite. Geh noch nicht, Oma! Du hast doch noch so viel, für das es sich zu leben lohnt. So, die Oma? Tut mir leid wegen der Verzögerung, Jäger. Es hat etwas gedauert, aber der Verschmelzungstiegel ist jetzt bereit. Ist jetzt hier. Ich bin bereit wie je und je. Wir können also jederzeit loslegen. Wie ihr Jungspunde immer sagt, ich schmelz dir jeden Käse. Ich nehme an, du bist beim Eldermelder. Ja, Ach ja, als Info noch für alle, was du noch sagen wolltest wegen dem Gathering Up. Ach so, ja. Okay, also, du sagst es nicht, oder? Also ich habe vorher gehört von Wolf, dass er meinte, man muss inzwischen nicht mehr in den Gathering Hub. Musste man auch in Base Monster Hunter World nicht. Das war nur in den alten Konsolen-Games so. Mein Fehler. Ach, und mit Stromsteinen kannst du jetzt interessante Sachen machen. Probier es mal aus, wenn du bereit bist. Soll ich was für dich schmelzen? Nein, Oma, ich wollte bloß deinen Text abhören. Okay. Neues von der Vorderkant. Es hat zwar einige Mühe gekostet, aber jetzt ist hier endlich alles fertig. Höchste Zeit, mir war schon richtig langweilig. Nur damit du Bescheid weißt, ich bin ein Ansprechpartner für alles, was die Argosia angeht. Und außerdem bin ich für botanische Forschung zuständig. Oh, nur damit du es weißt, der Chef in Astera meint, er habe eine mutige Quest für einen mutigen Jäger, was auch immer das bedeuten mag. Sagt, dass er die Erntetruhe erweitern möchte. Kümmere dich einfach um die Quest Grüße aus der Tundra. Ich glaube an dich. Ich werde dafür sorgen, dass du alles bekommst, was du brauchst. Schau einfach vorbei, dann kümmere ich mich darum. Liefere 20 junge Pestworts. Okay, ja. Dark Slicer postet Emotes. Yes. Okay. Ah, ich bin so einsam und gelangweilt im Gering, weißt du doch. Ja, wir gehen jetzt nochmal zum Schmied. Jetzt ist die Frage... Ich sehe, du kämpfst auch mit Kanone. Yes. Bleibe ich dann auch dabei oder nehme ich mein Schwert? Das ist vollkommen egal. Also ich bin sowieso ein Nahkämpfer. Ich benutze Spread, also ich muss Schrot, in vom Monster stehen. Schrot oder Streu? Ich nehme an Schrot. Also das, was nicht explodiert. Genau, also eins von den drei Main-Schussarten. Ja, gut. Was soll ich dazu noch sagen? ich sehe gerade, ich kann mir keine Hose machen. Doch, hier unten. Da kann ich mir neue Handschuhe und neue Schuhe machen. Neue Schuhe klingt gut. Und neue Handschuhe klingt auch gut. Dann machen wir erstmal Handschuhe. In der Hoffnung, es funktioniert. Ja, ich kann mir noch neue Schuhe machen.
Sehr schön. Absolutes Mischset, was wir jetzt hier gerade tragen, aber die Verteidigung ist höher als das, was wir vorher hatten. Ich meine, um fair zu sein, das Sinnvollste, was du in Monster Hunter machen kannst, ist meistens Mischsets zu bauen. Echt? Ja, einfach weil... Also außer es gibt wirklich ein Set, was dir genau die Skills gibt, die du haben möchtest, wobei selbst in dem Fall ist es meistens noch sinnvoll, ein Mischset zu bauen. Es gibt wirklich, eigentlich kannst du sagen, die einzige Ausnahme, wo du kein Mischset bauen willst, ist, wenn du einen 5-Set-Bonus hast oder sowas und den wirklich aktivieren möchtest. Ansonsten gibt es meistens immer eine bessere Kombination. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es meistens in anderen Sets dann einen Teil gibt, das zum Beispiel einfach einen Statpunkt mehr hat oder irgendeinen unnötigen Statpunkt nicht drin hat oder einen Slot mehr hat, sowas in der Art. Ja. Deshalb, ich trage zum Beispiel auch momentan ein komplettes Mischset, was man natürlich nicht sehen wird, weil ich meine Layered Armor habe. Ja, könntest du das bitte für die Zuschauer Deko-Rüstung nennen? Ja, ich wollte gerade fragen, wie das im Deutschen heißt. Also jetzt wisst ihr Bescheid, was ich meine, wenn ich Layered Armor sage. Nein, ich versuche es Deko Armor zu nennen. Deko Rüstung. Ja, von mir aus kannst du auch Deko Armor nennen, das ist mir egal, aber zumindest Deko. The Denglish is too strong with me. Okay, Moment, ich muss irgendwo Sachen verkaufen. Uns geht die Kohle aus. Wolf ist pleite. Ach so, nicht nur im echten Leben, sondern jetzt auch noch in Monster Hunter, okay. Ja, manchmal ist es einfach überall. Ach Moment, bei der kann ich nur Ausrüstung verkaufen? Ich hab doch noch Wertgegenstände. Hier, wir hauen alles auf den Kopf. Also, wir machen jetzt hier richtig Pfandhaustaktik. Unseren ganzen Eigenbesitz einfach gerade mal verpächten. War der Typ nicht der, bei dem wir handeln konnten? Oder bei wem konnten wir handeln? Suchst du gerade den, der normale Sachen verkauft? Ja. Wenn du allerdings nur was verkaufen möchtest, kannst du das auch über die Box machen. Echt? Das geht, aber ich hab ihn gefunden. Sehr schön. Also wie schon gesagt, wenn ich Sachen verkaufe, die dritte Option von oben. Items verkaufen. Also, gut zu wissen. Ja, das macht es deutlich einfacher. So, ich habe doch hier noch haufenweise Zeug, was ich nicht brauche. Du hast auch zum Beispiel direkt neben dem Schmied eine Box, von der kannst du dir auch Sachen verkaufen. Also du musst nicht vom Schmied extra immer zum Händler rennen, um Sachen zu verkaufen, dann wieder zurück zum Schmied. Das ist sehr gut zu wissen. Richtig. So, und ihr seht jetzt, dass ich hier eine ganze Menge Monstermaterialien verkaufe, weil ich davon einfach viele habe. Sehr viele. Ich meine hier, ich habe 13 Rathalos-Platten. Schnüff, ich habe Rathalos-Platten. Okay, um fair zu sein, für Rüstungen wirst du keine von den alten Items brauchen. Für Waffen unter Umständen, wenn du dir nochmal welche nachcraften möchtest. Also, ja klar, aber jetzt auch nichts Besonderes. Aber ansonsten wirst du auch nichts großartig davon benötigen, deshalb ist das nicht so schlimm. Richtig. Außerdem gucke ich ja immer bloß von, was ich sehr viel habe und davon schmeiße ich mal ein bisschen was raus. Und mal als Info für alle, die Monster Hunter World jetzt neu anfangen sollten. Wenn ihr euch jetzt Waffen machen möchtet oder so, ich kann euch die Verteidigerwaffen, die jetzt vor kurzem rausgekommen sind, wärmstens empfehlen. Die haben echt gute Stats, sind auch wirklich sehr einfach zu craften, zu schmieden. Nee. Einfach aus dem Grund, weil die eigentlich immer nur ein Item benötigen. Und das kriegt man eigentlich auch immer mit den Story-Missionen gleich mit. Also, wenn ihr jetzt nicht irgendwie lange irgendwas farmen wollt oder so und erstmal schnell durch die Story kommen wollt, tut euch den Gefallen, benutzt die Verteidigerwaffen. Mit Ausnahme vielleicht von den Fernkampfwaffen, da zum Beispiel bei der Heavy-Bogern, Light-Bogern und beim Bogen, gibt es unter Umständen bessere Alternativen, je nachdem, was ihr machen möchtet. Aber was die Nahkampfwaffen angeht, die sind einfach top. Wo war der Schmied nochmal? Ach, da hinten. Okay. Beim Eldermelder. Nee, Moment. Das ist falsch. Also, wenn du es schaffst, anstatt zum Schmied
einmal zur Kantine zu rennen, dann hast du genau den gleichen Fehler gemacht wie ich mal. Ja, da bin ich jetzt. Es sieht so schön hell aus. Denkst du, oh, Feuer, da muss ich hin. Nein. Ah, andere Treppe. Ja. Okay. Mensch. Ja, die Kantine. Die sieht halt, ne? Die sieht aus, als wär's. Moment, verbessern. So, und jetzt unsere... Warte mal, was passiert eigentlich? Das ist tückisch mit dieser Kantine. Oh ja, man gewöhnt sich dran. Ich glaube, ich bin da vorher dreimal reingerannt oder so. So, warte mal. Ich will jetzt gerade noch was ausprobieren. Ah, ich okay. Sollte dazu sagen, Dark Slicer ist, was Monster Hunter angeht, ein unverbesserlicher Perfektionist. Oi. Bevor du davon jetzt gleich weiterredest, möchte ich dir eine kleine Info geben. Und zwar, gibt es auch einen Schmied im Gathering Hub? Also, was ist ein? Das ist eins zu eins der gleiche Schmied, aber der ist sozusagen extra. Du hast die Online-Sitzung verlassen. Ach, good lord. Warum habe ich die verlassen? Ich bin sogar noch online. Naja, okay. Ich kriege wahrscheinlich gleich die Nachricht. Also als Info, im Gathering Hub gibt es auch einen Schmied, der ist sozusagen in den Gathering Hub reingeladen. Man kann auch direkt vom Gathering Hub ohne großen Loading Screen zu dem Schmied reingehen. Man kommt halt nur nicht vom Schmied aus nach Siliana zurück. Also kommt man schon, aber man muss dann halt wieder rausladen. Ja, und wir gucken uns jetzt gerade an, wie die hier den Kessel befeuern. Okay. Ah, jetzt habe ich die Connection Error bekommen. Warum auch immer jetzt erst? Wahrscheinlich ist Steam wieder ein bisschen am Rumspatzen. Weiß man nicht. Kein Problem. Starten wir das Ding einfach nochmal neu. Okay, gut, du bist hier. Willkommen im Dampfwerk. Der hier erzeugte Dampf versorgt ganz. Wie heißt das Ding? Siliana. Genau. Was hält das Dampfwerk in Gang? Das seid ihr Jäger. Kommt zwischen den Jagden mal vorbei und fasst mit an. Schmeiß andere Jäger in den Kessel. Ich werde dafür sorgen, dass deine Hilfe belohnt wird. One second. Wir schmeißen da keinen anderen Jäger in den Kessel. Er sagte, was den Dampf in Betrieb hält, das seid ihr Jäger. Ja, aber er meinte es nicht. Andere heizen mit Kohle, er heizt mit Jägern. Das ist der logische Schluss. Man muss seine Aufgaben erledigen, um Taschengeld zu bekommen. So viele schwarze Witze, die man hier machen könnte. So. Dunkle Witze, dunkler Humor, nicht schwarz. Goddammit. Egal, auf jeden Fall. Doch, das ist schwarzer Humor, aber du könntest doch einfach sagen, böse Witze. So, da bist du. Okay. Was wollte ich jetzt gerade noch erklären? Ja, genau, wegen der Kohle. Und zwar wirst du auch gleich, oder wurdest du schon gefragt, ob du deine Items in Kohle verwandeln möchtest? Möchte ich nicht. Ja, kann man machen. Allerdings, da steht zwar Kohle-Items, die werden, glaube ich, allerdings auch tatsächlich im Schmieden gebraucht. Zumindest bei einigen Sachen. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du die da reinfeuern möchtest, nicht alles reinzufeuern. Und du kriegst auch eigentlich relativ gut hier Fuel, also ne? Treibstoff. Genau, Treibstoff durch Quests. Ja. Ich bin, du weißt, ich bin nicht perfektionistisch in solchen Spielen. Ich möchte das Spiel spielen, weil ich Spaß daran habe. Und wenn es bedeutet, dass ich auf die Nase falle und nochmal farmen muss, dann ist es halt so. Ich farme gerne in Monster Hunter. Mir macht das unheimlich viel Spaß, Monster zu jagen. Ja, mir auch. Na, sieh mal, wer Wobei ich so. Natürlich sagen muss, ich bin zum Beispiel jemand, mir macht es halt Spaß, nicht, meine Builds zu optimieren oder so. Gut, sage ich jetzt noch. Und dann komme ich mit meinem voll defensiven Build an, der einfach für Damage überhaupt Lass nicht optimiert raten. Ist. Ihr jagt immer noch diesen Legianer nach. Also passt das auch schon wieder irgendwie. Jawohl. Wir werden unser Bestes geben. Also, den habe ich leider noch nicht bereit. Das heißt, du wirst mich jetzt auch erstmal für einen Moment lang noch mit der Heavy Bowgun jagen sehen. Ja, macht nichts. Ich muss jetzt eh erstmal hier die Expedition machen. Die Fährtenleserin, die uns auf der anderen Seite treffen möchte, die möchte gerade eh gern noch hier
dass wir die Legianer suchen gehen. Gucken wir mal, was ich hier so an Forschungsergebnissen habe. Warum finde ich hier eigentlich Fußspuren, die ich angeblich nicht kenne, die aber ziemlich genau nach den Monstern aussehen, die ich schon gejagt habe? Das weiß ich auch nicht. Also ich bin... Das will ich natürlich gerne korrigieren, aber ich glaube, es sind die gleichen Spuren, die ich schon kenne. Ja, das Problem ist, dass manche Monster immer noch nicht aktualisiert sind, solange du nicht noch ein paar Mal gejagt hast und die dann immer als Fragezeichen angezeigt werden. Oder auch von Quest wegen als Fragezeichen angezeigt werden. Was natürlich ein bisschen nervig ist und keinen Sinn ergibt, aber... Das heißt, hier, Beotodus und Riesenelch, ich kenne seinen Namen gerade leider nicht. Ja, den, ich glaube, war das nicht Banbaro? Ich glaube, es war Banbaro. Ja, genau. Also, ne, der gute Ban, die beiden werden mir wohl jetzt noch als Fragezeichen angezeigt. Pinguin! Warum kann ich den Pinguin nicht reiten? Möglicherweise, wenn du ein bisschen zu groß dafür bist. Willst du damit sagen, ich bin fett? Nein, groß. Ja, aber komm, also der Pinguin, der kriegt mich doch locker hoch. Geh doch einfach auf den Popo. Vom Pinguin? Nein, auf den Popo. Die großen Viecher, die da rumlaufen. Die großen... Meinst du Pepe? Möglich. Die haben zwei E, keine zwei O. Möglich, aber Popo klingt lustiger. Nein, das ist Pepe, der spanische Austausch, das spanische Austauschmonster. Es ist Popo. Nein, es ist nicht Mr. Popo. Mr. Popo doch, ist der Turm von Gott. Ich hab grad, also, wenn sie es im Deutschen geändert haben, dann okay, aber es ist im Englischen Popo. Ich habe gerade nachgeschaut. Ja, wahrscheinlich haben sie das geändert. Wow. Ja gut, okay, macht Sinn, weil es im Deutschen unter Umständen was anderes heißt. Ja, also ich habe hier auch einen. Ich gucke. Hallo? Will er nicht? Bist du festgefroren? Okay, er möchte nicht. Habe ich hier vielleicht noch eine kleinere Version davon, die vielleicht funktioniert? Du da, funktionierst du? Warum kann ich jetzt plötzlich nicht mehr auf die drauf? Geht das auf Expeditionen nicht, oder? Ich kann es dir nicht sagen. Vielleicht haben sie dich auch geaggrot, vielleicht rennen sie vor was weg. Ich hab. Nö, die stehen hier einfach noch blöd in der Gegend rum. Ach, mich hat was geaggrot. Sie. So ein schwarz-weißes Viech. Ah, ein Wulp. Gleich nicht mehr. So. War mal Wulk. So. Ach, jetzt seid ihr erschreckt, weil ich mit dem Vieh gekämpft habe, ey. Moment. Wenn ich einen von denen abknall, ne? Kommt doch auch die Statusmeldung. Für was? Wie sie heißen. Bin doch auf einer Expedition. Ja. Also du kannst sie dann looten mit dem Namen, ja. Ich meine, optional hätte, könntest du auch einfach in deine Hunters Notes gucken, wie ich es gemacht habe, aber... Yes, kill one of the poor things. Pepe. Ja, das ist Pepe. Ich meine tatsächlich, ich habe es nicht mal bezweifelt, weil ich hatte auch irgendwie im Kopf, dass die Dinger Pepe heißen, war mir aber auch gleichzeitig sicher, dass die Popo heißen. Der Grund dafür ist, dass ich früher Monster Hunter noch auf Deutsch gespielt habe, also noch Monster Hunter 2 und so, die ganz alten. Genau, da hießen die nämlich auch Pepe. Also das sind keine Monster Hunter World Exclusive Monster. Richtig, sind tatsächlich ein Großteil der Monster nicht. Ja, das ist klar, aber... Bei den Pepeffs war ich mir tatsächlich nicht sicher. Weil,
Naja. In welchen Teilen kamen die denn vor? Ich weiß es gerade gar nicht. Zwei. Nur zwei? Also Freedom 2, Freedom Unite, was praktisch 2 nochmal ein bisschen verbessert war. Das waren ja Teile, die ausschließlich für die PlayStation bzw. PS Vita rauskamen. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Beziehungsweise PSP, aber das kommt ja aufs Gleiche bei raus. Ja, ja, und dementsprechend habe ich die nie gespielt. Genau. Dann gab es. Muss ich mit denen da reden, damit die. Oh, ich muss mit denen reden, damit irgendwas passiert. Ich überlege gerade. In Vor Ultimate gab es die, glaube ich, nicht. Aber in Generations gibt es die wieder. Oder müsste es zumindest. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, aber es müsste die eigentlich geben. Lass uns diese Legianer-Spuren finden, Partner. Nur reiten konnte man die bis auf World nie. Ja. Ich glaube, die meisten Leute haben das auch nur festgestellt, weil sie irgendwann mal ganz zufällig eine Spur neben denen aufsammeln wollen, auf einmal auf diese Dinge aufschwenken. Okay. Nee, ich bin gegen das Vieh gelaufen, beziehungsweise dran vorbei und habe mich gewundert, dass plötzlich aufleuchtet, Rechtsklick. Mehr Spuren. Oder so. Wir sind auf dem rechten Weg. Okay. Das Traurige ist ja, dass ich in der Expedition leider nicht mitkommen kann. Ich könnte eine Dings machen, aber... Ja, du könntest eine SOS-Flash schicken, aber ich glaube, davon musst du auch... ich weiß nicht, hast du Cutscenes oder so? Oder hast du schon alle gesehen? Ich glaube, jetzt kommt gleich eine. Weil bis alle Cutscenes fertig sind, können wir ja sowieso nicht zusammen auf eine Quest gehen. Haben sie das immer noch nicht rausgemacht? Nee, haben sie nicht. Super! Ich glaube nicht, dass wir hier. Ja, das heißt, das wird noch bei einigen Quests der Fall sein. Und Expeditionen kannst du sowieso nur eine SOS-Flare loschicken. Gut, du könntest das Ganze dann natürlich Passwort protecten, aber das ist irgendwie so ein bisschen umständlich für eine Expedition. Ich meine, ich glaube, Spuren sammeln einfach nur, oder? Ja. Beziehungsweise untersuchen halt, ne? Genau, und ich meine, in dem Moment, wo ein Monster auftaucht, was du besiegen müsstest, kannst du ja rein theoretisch einfach die Expedition verlassen und hast das Ganze dann als normale Quest. Ja, richtig. Das habe ich auch bei zum Beispiel hier Barnabas. Banbaro? Ja, genau. Wow, das wird hier da habe ich das auch gemacht. Ah, okay. Lass uns einen Blick riskieren. Ha, ich habe noch das Drachenknochen-Artefakt gekriegt. Auch wenn mich hier... Kann ich ja jetzt schlecht auch Pepe nennen, ne? Hat sich da oben gerade etwas bewegt? Hast du wieder was anderes gefunden? Nee, das, hier der... Diese schwarz-weißen... Wulk, genau. Warte, ist das ja, ich meine, man gewöhnt sich irgendwann auf die Namen. Aber nee, ich dachte da an der Pepe la... Puh? Ich weiß, was du meinst, also ich... Ja, Pepe. Looney Tunes. Oder was ich weiß haben wir nicht, hier? Was du meinst. Also ich weiß bestimmt... Die sich als Stinktier tarnt. Ich meine, ich weiß im Prinzip schon, was du meinst, nur ich dachte, du meinst was anderes. Ich dachte, du meinst einfach das Meme-PP. Nein. Okay. Welch seltener Anblick. Der kommt nicht auf Besuch vorbei. Seid ihr Freunde vom einsamen Stern? Hm? Ihr sucht etwas? Verstehe. Hier werdet ihr nichts finden. Sucht unten. Die kennen den Geruch. Folgt ihnen. Vielen herzlichen Dank. Vor allem so schneller, aber wenn du noch länger brauchst, so ist genau mein Charakter ist nachher noch eine Drag Queen. Was tust du da? Schau, mein Charakter aussehen verändern. Ich habe sonst nichts zu tun gerade. Ja, Verzeihung. Ich bin ja dran. Der einzige Grund, warum ich jetzt nicht als kompletter Lunatic rumlaufe, ist die Tatsache, dass mein Charakter einigermaßen cool aussehen soll. So zumindest für den ersten Eindruck. So ab der zweiten Quest rennt er dann als bunt, pink, keine Ahnung, irgendwas tierisch getarnter rum oder so. Dann war's. Ja, wir haben übrigens festgestellt, Dark Slicer hat mir einen sehr guten Hinweis gegeben, dass ich meinen Katzenkopf doch als Dekorüstung bekommen kann. Was glaubst du, untersucht die Fährtenleserin? Richtig. Und zwar muss man dafür eine von den... Ich glaube, es war eine High-Rank-Event-Quests machen, die momentan allerdings nicht zur Verfügung ist. Gut, wenn ihr das seht, ist sie vielleicht zur Verfügung. Die Quest heißt
A Royal Pain. Ich weiß leider jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißt, aber ihr werdet es übersetzt. Ja, wir haben Spuren gefunden und sind den Spähkäfern nach. Oh, in diesem Fall haben wir wohl denselben Weg. Oh. Bist du dir sicher? Ich meine, außer dieser Öffnung gibt es keinen anderen für uns erreichbaren Ort. Ich würde mich ja umsehen, nur... Du sagst, ich wäre langsam. So. Nee, ist noch nicht vorbei. Das wird Gott wohl was. Stets bereit. Du, komm mit. Jawohl. Vielleicht wusste sie ja bereits von der... Das ist eine Weltneuheit. Was? Die Cutscene war synchron. Boah. You did it. So, tschüss. Das Vieh steht hinter mir, haut auf mich drauf. Ich verschwinde einfach. Tschüss. Den wollte ich sowieso für eine bessere Waffe haben. Aber du siehst die Sticker, oder? Nicht in der Mission, ne? Ah, genannt. Weil ich hab's umgestellt, dass die Sticker an alle gehen sollen, aber... Neue Lieferzutat. Neue Zutat. Gut, das heißt einfach, die Sticker sind bloß entweder fürs Gathering Hub oder für generell wahrscheinlich dann für alle Maps bis auf Innenmissionen selber. Das ist natürlich etwas schade. Das heißt, ich kann nicht aus dem Gathering Hub nicht mit Stickern zuspammen. Gut. Ich meine, es waren 4 Stück. Ich habe mich gemäßigt, aber... Ja, also wir wären jetzt damit durch, bedeutet aber auch, wir sollten das Ding jetzt eigentlich, ja, wir haben eine Mission, dann würde ich sagen, ich rüste mich kurz aus, ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen Doug Slicer dann im nächsten Part wieder. Das war der Part. Das war der Part. Nee. Time to dance. Bis zum nächsten Mal, tschüss. I didn't die, I survived.